Hey du, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris, wir spielen Hogwarts und suchen mal Seiten. Ich meine, ich hoffe, dass die hier in der Nähe sind. Ist das richtig? Fühlt sich etwas verkehrt an. Sehr oft sind wir schon durchgelaufen und es gibt immer noch etwas, was wir bis dato noch nicht entdeckt haben. Hogwarts setzt. Ist das was? Ist also der unterirdische Hafen. Ich sehe bis dato nicht mehr. Sehr schön, das haben wir entdeckt, gefunden. Wir verwenden mal den Aufzug und ein Stückchen nach oben zu fahren. Da schauen. Schon da. Wir wollen hier hin. Der Abend bei Ihnen regnet es immer. Keine Ahnung, was wir hier hören und ich sehe es nicht. Unten, dann lädt das Ganze etwas. Revelio. Nee. Dieses Buch, um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Suchst du das Buch Verwandlung, die Zwischenstufen? Professor Weasley hat mich um etwas, aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Quizfragen? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Sind wir das?
Ein Quiz klingt nach Spaß. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Ich überlege gerade. Der goldene Schnatz. Richtig! Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarous Bragg im Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Der Quaffel. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffel in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. So ein Quatsch. Falsch. Korrekt. Wer das behauptet. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So. Ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Nee. Wollen wir mehr Fragen beantworten? Ach, nö. Ich habe gerade keine Zeit für ein Quiz. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit Revelio sollte das schnell gehen. Professor Weasleys Aufgaben sind fertig. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Möchtest du dein Wissen mit noch schwierigeren Fragen testen? Nein. Ich habe gerade keine Zeit für ein Quiz. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. So, wir flitzen einmal. Ah, da hinten ist noch eine Motte. Dann machen wir die gleich mal mit. Lumos. War das das? Nee. Fenster? Sehr schön. Okay, dann gehen wir dahin und lernen mal wieder was Neues. Obwohl wir ganz viel hier rumlaufen, entdecken wir sehr wenig. Es gibt noch eine Aufgabe, in der wir Rätsel lösen. Obwohl wir ganz viel rumgelaufen sind,
sind wir auf sowas nicht nochmal gestolpert. Ich habe gehört, Professor Weasley hat das Buch mit den Prüfungsantworten in eine Eule verwandelt, damit bloß niemand schummelt. Meiner Meinung nach etwas streng, was die ZAGs angeht. Dann nochmal separat versuchen. Oh, da ist es wohl. Wunderschön. Liebe Güte. Ruhe bitte. Ruhe bitte. Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Wundervoll gemacht. Sehr schön. Der Unterricht ist vorbei. Und denken Sie daran, jetzt bloß nicht mit dem Lernen nachzulassen. Bevor Sie sich's versehen, sind die ZAGs da. Och. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor. Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Vielen Dank, Professor. Die Zusatzaufgaben waren sehr hilfreich. Wie ich es vermutet habe. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, hervorragend genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Dieg sagt, dass sie ein Einhorn gefangen und es in den Raum der Wünsche gebracht haben. Ein so seltenes Tier zu schützen, ist eine Leistung, auf die sie sehr stolz sein können. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatte ihr längeres Gespräch mit Mr. Ollivander, nachdem sie ihren Zauberstab erhalten hatten, oder die anschließende Durchsuchung der Eulerei mit Professor Fig zu tun? Professor Fig hat mich ermutigt, Erkundungen anzustellen, wann immer es möglich ist, um, mein Handbuch zu vervollständigen. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Wenn Sie den neuen Spruch üben möchten, können Sie gern die Übungspuppe nutzen. Oh, da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Es freut mich, dass Sie bei meiner Demonstration des Verwandlungszaubers so gut aufgepasst haben. Leviosa. Seit Feldcraft ist mir etwas über das Triptychon klar geworden. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes und ich erkläre es dir. Mein Plan mit dem Helm hat nicht funktioniert, aber ich habe noch gefunden, was wir brauchen in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Revelio. Jemanden, der Koboldogak spricht. Wenn ich mich richtig erinnere, erwähnte Amit etwas von Koboldogak. Alohomora. So.
endlich getroffen. Noch nicht ganz. So, jetzt funktioniert's. Was finden wir denn hier drinnen? Eine kleine Truhe. Eine größere Truhe. Ein Schriftstück. Ansonsten ist hier nichts weiter. Sehr schön. Revelio. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Bin mal gespannt, wenn wir das dann im Kampf einsetzen, in was sich denn unsere Gegner verwandeln. Wir finden es dann raus beim nächsten Mal. Für heute. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Und gerne bis zum nächsten Mal. Bye.